Die Entscheidung ist relativ leicht gefallen, weil das eines der großen Stoffe im wahrsten Sinne der Weltliteratur ist, das sich von der Antike bis zur Moderne zieht. Der Stoff Amphitryon wurde von vielen namhaften Schriftstellern bearbeitet. Die bekannteste und vor allen Dingen im deutschen Raum natürlich die bekannteste ist die von Kleist, im französischen Raum die von Molière. Das sind auch die meistgespielten. Peter Hacks hat der Amphitryon, sag ich mal, dem Stoff und der Bearbeitung noch, finde ich, ein sehr, sehr lesens- und hörens- und sehenswertes Stück nachgeliefert Ende der 60er Jahre mit seinem Amphitryon. Und das war für mich oder für uns eigentlich der Hauptgrund, das nochmal hier anzubieten. Weil dieses Stück, erstens was den Stoff betrifft, was die Qualität der Sprache betrifft und die Komplexität der Figuren betrifft, einfach zwei Dinge wirklich zusammenbringt, für die wir immer gerne stehen. Das eine ist die Unterhaltung, die gute Unterhaltung mit einem guten Text. Das andere ist aber auch eben nicht nur, sage ich mal, Boulevard, jetzt nicht im abschätzigen Sinne, aber im etwas über, ja, etwas oberflächlichen Sinne, also wer hat mit wem geschlafen und warum geht ein Ehepaar auseinander, sondern da werden eben noch tiefere oder philosophischere Themen angesprochen im Amphitryon. Und deswegen finde ich, ist das eine sehr, sehr gelungene Synthese von, sag ich mal, literarischem Anspruch, tollen Rollen, fantastischen Schauspielerrollen und auch komödiantisch gut geschriebenes Stück, das eben doch zu einer Unterhaltung, Sommerunterhaltung beitragen kann. Man muss auch dazu sagen, dass im Hof, im Rathaus, in Hof, Freilicht, ja. Freilicht, da würde ich jetzt nicht, also was wir vielleicht nachher noch besprechen, der Vater oder so wie unser Faust gemacht ist und auch bestimmte sozialen Themen von der Straße integriert hier. Ja. Das ist nicht so die Sommer, das Sommerthema, ja, sondern im Sommer darf trifft man sich im Hof auch, um gemeinschaftlich einen schönen Abend zu haben. Ich mache die Regie, ich erhasche jeden Tag einige Blicke. Und du hast auch schon zwei oder dreimal, vor allen Dingen, wir haben ja oft so eine Arbeitsteilung, der Hans und ich. Und es ist oft so, wenn, also sehr viel öfter als ich inszeniert er, dann bin ich so die Mit-Draufschauerin und eventuell auch mit gemeinsam unter vier Augen darüber zu sprechen, was man gesehen hat oder eben seine Meinungen auch auszutauschen oder sich auch um den Rest der Organisation hier im Haus zu kümmern. In dem Fall ist es umgekehrt. Ich inszeniere und sehr, sehr viel von der Arbeit, die um die Inszenierung herum geleistet werden muss, wird in dem Fall eben auch vom Hans übernommen. Ja, auf was für eine Art von Inszenierung dürfen wir uns freuen? Eher zeitgenössisch, eher klassisch? In welche Richtung geht's? Ach, es fällt mir jetzt schwer. Ich würde nicht sagen zeitgenössisch, weil da wird sofort erwartet, dass alles auf modern umgemünzt wird. Also um ein blödes Beispiel zu bringen, wenn ein Brief geschrieben wird, dann ist es jetzt bei mir nicht ein Laptop. Das wäre für mich so eine Art von etwas krankhafter oder etwas krampfhafter Modernisierung, die, ja, die Sprache, auf die ich persönlich nicht so stehe. Die Sprache ist zwar 1960 geschrieben oder 69, aber Hacks ist ein großer Dichter auch gewesen und deswegen hat er das klassische Spielmittel eben auch der Verse benutzt und das macht das Stück, gibt dem ganzen Stück einen eher klassischen Anstrich und die ganzen Figuren, wie sie miteinander umgehen, was sie miteinander verhandeln, würde ich in dem Fall doch eher klassisch nennen. Nur, sage ich mal, in der Inszenierung und in der Spielweise ist natürlich doch, versuchen wir natürlich teilweise schon wegzugehen, ich sag's jetzt mal ganz platt, von klassischem Deklamiertheater oder so. Also ich hoffe, es wird, toi toi toi, sage ich mal, lebendig und originell, sodass man es auch als zeitgenössisch betrachten könnte. Das Bäumchen wechselt dich mit dem Bettchen und Frauchen und Männchen, das ist nicht klassisch, das ist... Das ist seit vor 2000 Jahren so gewesen und jetzt immer noch so. Ja. Das ist das, was heute anspricht. Das ist das Thema. Ich denke, dass halt auch viele Menschen nicht unbedingt wissen, worum es im Amphitryon geht. Also sehr viele wissen es wahrscheinlich, haben ihn wahrscheinlich auch schon von einem anderen Autor in irgendeinem anderen Theater gesehen. Aber wir versuchen oder die wollen die Geschichte so erzählen, dass man nicht unbedingt eine extreme Vorkenntnis haben muss, was ja bei manchen Klassikern gar nicht so einfach ist. Das stimmt.
Aber ich denke, dass uns das gelingt. Ich sage nochmal toi, toi, toi. Und das Stück ist auch so gut und dramaturgisch so gut gebaut, dass ich denke, dass das schon rüberkommt. Das Wahlgraben-Theater macht jetzt seit 44 Jahren die Rathaushofspiele. Also Sie sehen, das ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit und hat kein Jahr ausgesetzt. Das hat also im wahrsten Sinne des Wortes einen festen Bestandteil, ist es des Kulturangebots im Sommer hier in Freiburg. Und dadurch, dass wir nun mal hier sind, wir sind praktisch Teil des Rathauses und der Rathaushof eben bespielt wird, das ist einer der wenigen Höfe, die überhaupt bespielt werden können in Freiburg, halten wir diese Tradition natürlich sehr, sehr gerne aufrecht. Es gibt, wie gesagt, die jedes Jahr wieder kommenden und dann gibt es natürlich eben auch die Gäste, ne? Die Sommergäste, Touristen, Tagestouristen, Wochentouristen. Die und sind auch Hauptakteur gibt es auch. Das und das Wetter natürlich. Das Wetter. Ja, wenn so ein, zwei Wochen schön, da gehen die Leute weg, da ist jeden Abend die Bude voll, sag ich mal. Und wenn es immer so lau und dann weiß man nicht, entscheidet sich auch nicht. Auch wenn es dann trocken ist, aber du merkst, das bröckelt gleich. Man kann ja auch umziehen. Das Gute ist, dass wir dasselbe Stück eben auch im Keller anbieten können. Genau, ja, das machen wir minimierter also. Form, Zuschauerform, ja. Anzahl, meine ich, also wenn es wirklich regnet und zum Beispiel auch schon viele Karten vorbestellt sind, über 100 oder so, und letzten Endes nehmen die Leute das dann auch gerne an, das Angebot, weil sie vielleicht wirklich nur an dem Tag können oder wollen, das Stück sich dann auch bei uns im Kellerraum anzuschauen. Sag mal, prinzipiell stehen wir und wollen wir immer genau hinter dem stehen, was wir machen. Auf der einen Seite haben wir entschieden, zum Beispiel das und das Stück wird bei uns laufen, der und der Regisseur oder Regisseurin hat es inszeniert, die und die Leute spielen. Und da geht es im wahrsten Sinne des Wortes um die Sache. Und wenn man mit dem Produkt, das, was wir unserem Publikum anbieten, zufrieden sind, dann sind wir letzten Endes auch durch die Akzeptanz bestätigt. Und die ist manchmal nicht ausschließlich die Quantität, sondern eben halt auch die Qualität teilweise der Akzeptanz. Prinzipiell ist es uns lieber, wenn Stücke gut besucht und ausverkauft sind, aber wir können sehr gut manchmal, aber nur bis zu einem gewissen Punkt auch damit leben, wenn manche Stücke, die vielleicht auch ein bisschen experimenteller sind oder moderner oder nicht so bekannt, eben auf einen etwas kleineren Zuschauerzahl treffen, aber die dafür höchst interessiert sind und das letzten Endes auch weitertragen, was wir hier machen. Ja, wir können es uns mittlerweile leisten, ein-, zweimal im Jahr einen Versuch zu wagen. Ja, es gibt genug Literaturen, die sind nicht so bekannt. Die Menschen wollen meist oft lieber unterhalten werden, auch mit Tiefgrund unterhalten werden, aber die ganz dramatischen Wahrheiten oder Aufschlüsselungen nimmt man nicht so leicht, auch als Freiburger kulturelles großes Publikum hier. Ja, ist nie schwierig. Was meinen Sie denn, warum das so schwierig ist, dass sich viele Zuschauer nicht auf die großen Dramen einlassen, sondern eher unterhalten werden wollen, wie Sie es gesagt haben? Der Zeitgeist fordert von vielen oder die eigenen kleinen Dramen zu Hause oder die Überforderung von Medien, die der normale Zuschauer hier mitbringt, die wollen dann Kindermissbrauch oder... Ich habe mal einen Bartschkin oder Bartsch inszeniert, der lief hier, der wurde anerkannt bis zur Süddeutschen, aber... Der lief vor 20 Leuten am Abend. 20, 30 Leute, aber die waren natürlich weg, die haben gelacht und geflennt und sind dankbar nach Hause. Also was man sich wünscht, dass man die Menschen erreicht, ja, damit. Aber letztendlich ist das auf einer Verarbeitungsbasis, die ins Eingemachte geht und auch, glaube ich, wie es gemacht war damals, ne? Hat das schon gesessen, also so in der Psyche auch, wenn Zuschauer nicht, wenn man auch nicht selber gleich diese Gewaltrichtung einschlagen möchte, aber das ist etwas, was, das muss man nicht jeden Tag immer wissen oder sich damit auseinandersetzen, ja. Wir sind ja von Haus aus schon so gebaut, dass wir gerne essen, gerne genießen, gerne so und so, ja. Und das verlangt ein paar Kalorien ab, die Art der Verarbeitung, sag ich mal.